Moin Leute, Timex hier. Ich habe gerade ganz frisch mit den ganzen Coins, die ich hatte, dieses Team zusammengestellt. Die Taktiken und Anweisungen und alles Mögliche vom FIFA-Weltmeister Mo Auber hat er mir gegeben. Unfassbar teuer. 17.000 Euro hat dieses Team in echt gekostet, nicht FIFA-Coins oder sonst was. Macht das auf gar keinen Fall zu Hause nach. Ich habe 2 Monate nicht gezockt. Heute Abend ist das FIFA-Turnier von Eli Geller. Da will ich auf gar keinen Fall Letzter werden. Bisher bin ich aber der Underdog. Die Leute, die sind sich sicher, dass ich Letzter werde. Ich habe wirklich 1,5, 2 Monate nicht gespielt. Ich gehe jetzt ins Game rein. Ich bin, glaube ich, Division 4 oder fast Division 3. Habe ich eigentlich immer kassiert. Trainingsgames. Üben, üben, üben jetzt am Start. Ich hoffe, ich kriege nicht zu krass auf die Fresse. Man rastet immer zu sehr aus. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich versuche nicht auszurasten und einfach besser zu werden. Ich will heute Abend nicht Letzter werden. Punkt, Ende, aus. Und mein 94er Prime-Icon Yashi muss auch schön was halten. Ich habe 2 Monate kein Game gemacht. Holy shit. Ja, der Gegner fühlt sich jetzt gleich übel verarscht, wenn du gegen den spielst. Jo, was hat denn der da als 97er? Ist doch Schwachsinn. So, mein Style ist sehr offensiv. Das ist dann die enge Raute. Verteidiger bleiben dennoch alle hinten. Und dann, gut Kick. Ich spiele die alle, Alter, zum ersten Mal. Max, ich habe dieses eine... Max, du hör mir zu, okay? Ich habe 2 Monate nicht... Nein, ich höre dir nicht zu. Ich habe 2 Monate nicht gespielt. Doch. Zack, sauber. Ey, übel Bock? Übel Bock? Boah, der Prime-Icon brüllt. Der macht doch bestimmt auch nochmal ein Kopfballtor irgendwann, oder? Wie schnell. Dabei hat nicht so viel Körper. Schneller, schneller, schneller. Hä, wer ist das? Hä? Die hinten. Der hat Davis abgezogen. Der Davis. Er hat auch Krüff? Ja, er hat Krüff. Aber und Torwart also hat nicht gehalten. 94er Torwart unterm Arm durch. Ein mittelgutes Team am Anfang von FIFA ist heftiger, oh, als jetzt ein heftiges. Ich liege zwar nach hinten. Aber das Gute ist, dass ich nicht ausraste und dadurch kann ich mich weiter verbessern. Das Einzige, was mich gerade so ein bisschen triggert, ist Chef Strobel, der das nicht versteht, dass das durchschnittliche Team ja mit der Zeit auch stärker wird. Elfer gehalten, liegt doch nicht hinten. Nein. Oh mein Gott. Moderatoren, einmal bitte Chef Strobel moven. Ich brauche den Typen eigentlich als Trainer, als Hilfe. Der labert nur was von Walkouts und hat keine Ahnung von FIFA. Einmal ganz schnell, ich muss mich komplett für das Game konzentrieren, Chef Strobel. Chef Strobel? Ich habe mich schon extra gemutet. Okay. Doppel muten bitte. Das ist auf jeden Fall nice. Ich habe gesagt, Division 4 ist zu hoch. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt trainiert und besser macht gerade. So, 0-3. Rashford. Habe ich. Jetzt mal lang. Herr Sein, Krüff ist mir davon gesprintet. Wichtig! Ey, wer hat denn da so krank Gas gegeben? Wer hat da den Verteidiger dreimal unter Druck gesetzt? War das Baby-Icon Eusebio? Einer meiner Lieblinge im Team. Weil den kann man nicht mehr ziehen, weil er Baby-Icon ist. Den gibt es nicht mehr in der Version. Der wird langfristig auch im Wert steigen. Also spielst du wieder gegen so einen Pro. Oh, sorry. Sorry. So, mein Fehler. Oh, der ist flink. Aber der Gegner auch. Oh, jetzt fehlt Davis hinten. Nice. So, ich war am besten eigentlich immer im Verteidigen. Das muss ich, die Mechanics muss ich wieder erlernen. Super! Eto'o! Das war dein erster Ballkontakt. Habt ihr das gesehen? Ich habe 5 Millionen für den bezahlt. Was ist passiert? Junge, ich fand Vieira immer am allergeilsten auf dem ganzen Feld. Jetzt habe ich einfach Prime-Icon Vieira.
Er macht nichts. Ja, wir machen gleich noch eine, Chat. Wir gucken kurz Max zu, wie er gewinnt. Ja! Was? Das war ein Pay-to-Win-Tor. Das war ja insane scheiße. Junge, wieso macht er den rein? Das muss ich öfter machen. Junge, einfach. Eto. Oh! Präzisionsarbeit! Alle haben gesagt, der 98er Pelé bringt nichts. Und Vieira hat den Ball, wie immer. Er fängt alles ab. Na, Schiri? Hä? Gib mir die. Ich lieb's aber, wenn Max sauer wird. Ja, Vieira wieder saustark. Ich hatte Vieira und Hulle, das waren immer die geilsten auf dem Feld. Das habe ich beide als Prime-Icon. Das ist doch noch mächtiger, oder nicht? Schön. Den musst du machen. Junge, lag ich 0-3 hinten? Also, dein Team ist ja aber auch einfach nur fucking lächerlich. Ja, aber ich bin, man muss schon sagen, ich bin, glaube ich, schlechter als der Durchschnitt meiner Zuschauer. Oder? Also safe, oder? Also jetzt mal, ich guck mal, ich habe auch 100 Jahre nicht gespielt. Aber willst du, Max, willst du was sagen? Ich habe 3 81 Upgrade-Dinger-Packs gemacht, wo nur 2 Spieler drin sind, ne? Und habe 3 Walkouts in Folge gezogen. Und 2 davon waren Torhüter. Also das war Pay-to-Win, das Tor. Wer ist das? Wer ist das? Also der 98er-Filet, der ist ja wirklich ziemlich gut, ne? Also, da muss man schon sagen, das ist dieser Balanceakt zwischen mir, der das Spiel nicht kann, und einem Team für 17.000 Euro. Das ist interessant. Ich will gleich ein Spiel nicht machen, Max. Varane ist ja echt ein großer Typ, ne? Ja, ich hab doch gesagt, er ist stark. Aber sein Griff. Wieder Elfer! Für dich? Oder für ihn? Für ihn schon wieder, was für ein Nerv. Guck auf den Kopf, guck auf den Kopf, ob du sehen kannst. Ja, mach, ich halt ihn, er hat nie Elfer verschossen. Okay. Aber er hat lange Haare. Und jetzt? Er hat lange Haare, Mitte. Jeder mit langen Haaren schießt erst links und dann Mitte. Hast du gehalten? Natürlich, alle. Junge, ich hab noch nie Elfer verloren. Noch nie, ich hab 7 von 7 Elferschießen gewonnen, das ist kein Witz. Und gleich im Hype-Train. Der Davis finde ich ziemlich gut. Wie ein Tor gemacht. Ich höre jetzt durch den Controller rumschleudern. Yo. Schleudert den Controller einfach durch die Gegend. Ja, wir müssen den Hype-Train voll machen. Ach, stimmt. Ah, Digga, er liegt 3-0 vorne. Er liegt 3-0 vorne. Dann halt ich 2 Elfer und schieß ihn 5 Dinger. Glaubst du, ich habe heute versucht, dass ich nicht trigger und ausraste. Wäre ich in seiner Lage, würde ich unendlich ausrasten. Er fühlt sich verarscht. Er lag ja 3-0 vorne. Dann halte ich 2 Elfer und schieß ihm 5 Dinger. Boah, das ist der pisst. Das hab ich einfach vermisst in FIFA. Ja, zu Ende. 5-3. Let's go. Ja, ich musste mich erstmal einspielen. Das ist immer wichtig. Nee, aber das ist schon ziemlich stark, das Team. Ja, spielen wir auch. Pelé 10er-Wertung, wie viele Tore hat der geschossen? Okay, was ist jetzt? Der scheint nicht so hyper-OP zu sein, ne? Doch, der ZM ist richtig krank. Das ist Player of the Month, Joao Felix hatte ich auch. Also, ja, aber den kannst du auch nicht vergleichen mit einem Hullet. Ja, aber er ist eine geisteskranke Karte. Der ist trotzdem brutal. Und der Inform-Spieler aus Frankreich ist auch, also der Portugiese, wo in Frankreich spielt, ist auch krank. Dann lass es knacken. Bin gespannt. Obwohl, oft sind sogar die in Division 3 die krasseren mit dem Oh Gott, spielt er wieder langsam. Das ist bestimmt wieder ein Wannabe, das sieht man direkt schon. Ah, was macht der denn? Der läuft aus einfach. Mal hier, zack. Schöner Ball. Ich laufe bis zur Grundlinie und mache Nein. Ja, bis zur Grundlinie und dann? Und dann R1X. Was bringt das? Ein harter Pass in die Mitte.
Ja, 1x ist harter Pass in die Mitte. Ja, und er 1 mit Viereck. Ja, es geht auch mit Viereck, wollte ich gerade sagen. 1 Viereck ist so halb hohe, starke Flanke, ne? Und er 1x ist starke Pass. Der spielt gut, der spielt todesgut. Mit dem mittlere Spieler? Ja. Weil sowas musst du einfach nur die Mitte zustellen dann mit dem Abwehrspieler und mach keine Abstöße. Sondern? Weiß nicht, behalt den Ball kurz in der Hand, bis die Zeit läuft und dann guck, wo du den hinrollen kannst. Das hast du auch eh die geisteskranken Spieler. Das wollte ich nicht. Das haben auch alle gesehen, dass ich das nicht wollte. Das war unfassbar. Warum sollte ich so einen Pass spielen wollen? Was bringt das? Was hat der Pass denn gebracht? Meiner. Lol. Max, was willst du dazu sagen? Annehmen und schieben. Annehmen, drehen, Schuss. Annehmen, drehen, Schuss. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Babyäuse, wie viel kostet der auf dem Markt? Kannst du mal gucken, bitte? Also ob ich jetzt Eto'o spiele 8 oder... 8 Millionen, glaube ich. Was? Nee, 4 Millionen, dann okay. Was Bier. Ich dachte gerade 4. Ich wollte nämlich gerade sagen, ob ich Babyäuse spiele oder Eto'o, merkt man keinen großen Unterschied. Also Babyäuse ist ja insane krass. Ich denke die ganze Zeit, ja, der ist nicht so viel, weil er Baby ist, aber das ist immer noch fucking Äuse. Der Äuse, ja. Leute. Aber jetzt kann ich nicht mehr. Guck mal, der spielt schon wieder Teampressing, der Typ. Ja, du hast doch Zeit, du hast doch Überblick. Das ist doch alles fein, guck doch mal. Jetzt hast du jetzt schon, ja, wollte ich gerade sagen, langer Ball und Tor, wenn ich das einfach auf dem Tor zulaufe und lange Eck. Noch einen Schritt hättest du mehr machen müssen. Ein Schritt noch? Ja, einen Schritt noch. So, jetzt kannst du, der eine Spieler läuft wieder. Ah, ja, ist gesehen. Außen. Jetzt ganz nach außen. Ah, oh. Oh. Das war gut gedribbelt. Links, rechts und einfach gerade. Das passt auch nicht. Das ist halt auch 98er Pelé, ne? Der kann das auch. Hätte er auch nach außen springen können. Frech. Ich finde das fast frech ein bisschen. Einfach Tricks machen, dann nur geradeaus durchlaufen. Der läuft. Oh, ist das lächerlich. Was willst du? Das ist zu lächerlich. Ich bin doch schick, wo dein Carlos Alberto rumläuft. Das hast du gut eingestellt. Wie was? Der läuft einfach ja ganz rechts außen rum. Nee, what the fuck? Der war beim Sturm vorne. Davis ist ja geil, ne? Also muss ich mal wirklich sagen, für 700.000. Doch gesagt. Hey. Hey! Ja, bye bye. Was? Mitte. Davis ist da alles schnell. Torwart schieben. Wie geht denn Torwart schieben? R3 und reindrücken und den Stick nach unten drücken. Hätte halten können. War klar, dass er jetzt lange zieht. 2-1 jetzt nur noch, das ist noch nicht gewonnen. Ja. Einfach ruhig weiterspielen. Ja. War geil? War nicht schlecht, aber hättest du auch nochmal. Mach mal ein bisschen Presse, wenn er so zu da ist. So, Vera. Ist da. Nee. Aber er. Ist meiner? Ja. Abstoß. Der ist pisst. 81. Unten? Guck mal ganz unten. Siehst ja, du nicht? Will ich! Ja, warum spielst du den Ball nochmal nach oben? Man kann sich da nicht drehen. Doch. Du spielst. Ich meine, jetzt eine ganz weirde Bälle. Egal, was gewonnen, wenn du jetzt einfach den Ball hältst. Ja. Außen. Oh, die pfeifen immer ab. Letztes Game auch schon. Ja, ist aber gewonnen. Win. Win ist Win. 80 Punkte. Ich war auf einem Allzeit-Divisionsrekord. Stabil. Lol, der hat eigentlich auch geisteskrank. Okay. Wir gehen rein. Wollen wir irgendwie eine Wette machen mit den Zuschauern? Wie krass sind die Packs? Nee, scheiß auf, wir öffnen die. Ich brauche jetzt einfach geile Leute. Ich brauche das Geld. Ich brauche das Geld für R9, Maldini. Oder eine Wette, Chef Strubel? Ja. Was wäre eine gute Wette? Wie viel für meine Packs, Zuschauer. Das sind 12 600er Packs.
12 600er, mach, ob daraus zwei Walkouts kommen, aus 12 Packs. Nee, nee, es muss ein Walkout schon mit einem gewissen Wert sein. Achso, ich hab, gut, wie du willst. Ich hab zum Beispiel sowas gemacht. Hier kommt ein Spieler, der mehr als 300.000 wert ist. Ist sowas gut? Oh ja, aber das, na, dann würde ich eher machen als 250 oder 200. Ein Walkie über 250.000. Boah, ja, ich würde 200 sogar machen. Das, ja, gut, mach du, das ist deine 250. Wette. 250. Okay. Moderatoren, Abstimmung bitte. Kommt ein Walkout im Wert von über 250.000, ja oder nein? Es zählt das, was bei Footbin steht. Wenn jetzt einer kommt, der kostet 238.000, Pech. 78% sagen nein. Mords, mach mal die Wette bei mir mit. Wir machen die gleiche 25, 26, 7 Millionen. 30 Millionen Tri-Coins auf nein. 32 Alter, Millionen, 33 ja. Millionen. Dann holen wir uns 34, 35, 36. Alter, da kommen die Millionen Tri-Coins. 76% auf nein. 43 Millionen Tri-Coins auf nein. 14 Millionen Tri-Coins auf ja. Warte kurz, auf Mods bei mir auch schnell. Hallo, ist hier ein Mod da bei mir? Denn Einreichungen beendet. Oh, 8000 Leute haben mitgemacht. 74% sagen nein. 26% sagen ja. 52 Millionen Tri-Coins auf nein. Und 18 Millionen Tri-Coins auf ja. Alter. 70 Millionen Tri-Coins ins Gesetz. Wir öffnen das erste Pack. Ich habe Footbin nebenher offen. Du hast Footbin offen, wichtig. Kein Walkout. Kannst skippen. Kein Walkout. Drei Packs, kein Walkout. Aber es muss ja nur einer kommen. Das ist spannend. Das ist spannend. Kein Walkout. Vier Packs, kein Walkout. Ich hatte, wollte nochmal anmerken, ich habe aus 81er Packs dreimal hintereinander Walkout gezogen. Nächstes Pack. Vier sind schon weg. Bisher ist ein Scheiß bei rumgekommen. Walkout. Alter, wie spannend ist das dann? Land. Torwart. Nein, Navas. Paris Saint-Germain, Navas. Okay, keine 250.000. 31. Da, Mann, da ist den einigen Leuten das Herz in die Hose gerutscht. Sieben Packs haben wir noch. Kommt noch ein Spieler im Wert von mehr als 250.000 FIFA-Coins. Kein Walkout. Vier Stück haben wir noch. Vier Stück nur noch. Es kann auch im letzten sein. Kein Walkout. Kein Walkout. Die armen Leute, die auf Ja gesetzt haben. Zwei Packs noch. Zwei Packs noch. Oh, also die Chance ist ziemlich gering, ne? Die ist sehr gering. Kein Walkout. Kein Walkout. Als ob nur Navas kommt. Junge, ich zahl irgendwie 80 Euro und krieg nur Navas. Ist das echt? Letztes Pack. Oh, die armen Leute. 20 Millionen Tri-Coins waren gesetzt, dass er kommt. Letztes Pack. Spieler mehr als 250.000, schon sehr unwahrscheinlich jetzt. Trommelwirbel, ja. Kein Walkout. Bittere Nummer. Oh, Kubo. Wie viel bringt der? Nee, oh. Kurz Angst gehabt. Kubo kam, aber es geht ja gar nicht. Aber Kubo ist nochmal ein Ding. 26. Kitschert, dann habt ihr alle eure Coins wieder verdödelt. Alle Coins verballert, Alter. Also die jetzt Plus gemacht haben, haben nicht viel Plus gemacht, aber chillige Plus. 34.000 Plus, 25 Plus, 13.000 Profit, 10.000 Plus, 4.000 Plus, 20.000 Plus. Ist ein bisschen was. Gefällt mir. Monatelang Coins farmen und dann einfach aufs falsche Pferd setzen.